Sind wir zurück? Hey! Ja, danke schön. Da ist einfach der PC gecrashed. Also nicht der PC, sondern der Stream. Und ich weiß nicht warum. Ach, überlappt mit dem Bauplan-Editor, okay. Zuschauer, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Fahr vorsichtig. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder, würde ich sagen. Sonst nachher erstmal eine gute Nacht, schlaf gut und ja, genau. So, mal gucken, ob der Stream jetzt länger durchhält. Außer 2 Minuten. So. Architektur, Glasfundamente. Oh, verdammt. Oh Gott, das wird nervig. Ja, ich bin wieder zurück. Oh, das war falsch. Ich hoffe nur, es hält jetzt
besser. Es hat ganze 8 Stunden und 10 Minuten durchgehalten. So. Okay. Sollte passen. Immerhin. Oh ja. Wenn du möchtest, kann ich dir ja über Discord am Schluss Bilder von meiner Power Production zukommen lassen. Also, wenn du Zucker. Also, wenn du es vorher schon fertig hast, kannst du es auch gerne vorher schon schicken. Ich glaube, alle wollen den Mayhem sehen, den du betrieben hast. Mit den Rohren ist cool. Das? Ja, darüber soll dann die Verteilung stattfinden. Das heißt, wenn hier die Raffinerie steht, soll dann von hier das Wasser rüberkommen. Und ja, mal gucken, wie das Ganze klappt. Das ist noch Experimentierphase. So, hopp. Also, wie nennen wir es? AKW. Erzverteiler.
Verdammt! Dauert bei mir aber bestimmt noch ein paar Tage. dauert bestimmt. So. Moment, nochmal von vorne. Dauert bei mir aber bestimmt noch ein paar Tage, sollte gewünscht sein, kann es auch live besichtigt werden. Kommt vielleicht rüber. Können wir bestimmt auch mal gerne machen, dass wir dann einmal ein bisschen auf Besichtigung gehen. Das haben wir bei Peanut auch schon gemacht. Ja. So. Ach, Kacke. Ich, oh Gott. Fuck. Okay. Also, da wo der Nibbel ist, ist vorne. Ja! Und nochmal. Die richtige Nippelseite. For fuck's sake. So, Hä?
Nippel oben, Nippel oben. Nippel oben, Nippel oben. Nippel oben, Nippel oben. Ja, mal zumindest sehen, wie das Ganze aussieht, ne? Okay, ich hätte das nicht als Standard festlegen sollen. Okay.
Ja, oder? Vor allem diese Batterie an Ressourcen. Das ist pro Spur fast schon maximal ausgebaut. Wir können hier durch die Gegend fliegen. Und die Idee ist es jetzt, wir haben das hier, würde ich gerne als Semi-Sidewalk benutzen. Wenn wir jetzt Wände, Fundamente, den hier noch reinkloppen. So, damit man ungefähr versteht, worum es geht. Ich will dann hier also dann machen wir es so. Guck mal, dann haben wir hier Sidewalk und die Anschlüsse. Dann können wir hier noch einen Sidewalk und wir brauchen 85, nehmen wir 84 und eine übertakten wir 84 Raffinerien. Das wäre dann 84 durch 2 wären 42 pro Seite. Das fand ich, kommt aber dieser Gigafactory nicht zur Geltung. Deswegen machen wir 42 durch 2. Und das sind 21 Reihen. Glaube ich. Doch, müsste eigentlich. Jetzt weiß ich nicht, macht man das nur einseitig oder macht man das schmaler und macht so gesehen sowas hier. So. Dann könnten wir nämlich 84 durch 8 teilen. Wären 10 Halbreihen. Das heißt, wir müssten da ein wenig übertakten. Einige. Dass wir diese 5 Raffinerien, die wir haben, die müssen wir dann irgendwo übertakten. So, und die. Der Next Step ist. Wo haben wir es? Kleinen Moment, damit man versteht, was ich als Idee habe. So dann irgendwie. Das kommt dann noch weg. Aber dass das dann so diese Eskalation annimmt. Und dann.
Sowas in der Art. Und dann halt hier 10 von denen hintereinander weg. Nur für Kupfer. Und dann soll es irgendwie so eine Einkerkerung geben und dann kommt die nächsten. Und wir ballern da irgendwie, warte, 3100 Kupferbarren raus. Das ist einfach nur what the hell. Weil ich glaube, wenn wir hier 84 Raffinerien durch 2 sind 42 in die Richtung. Durch 4 sind halt, ne? Aber wenn wir das dann so machen, dann haben wir 8. Dann machen wir 10 Stück davon. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, und jetzt muss ich halt nur einmal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Dass das nicht ganz so kacke aussieht. No. So, und von dieser Seite wird halt auch nochmal so eine Spur gesetzt. Dürfte vielleicht eigentlich ganz geil aussehen. So, Logistik. Wenn man dann jetzt natürlich... sowas. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie gelassen. Ich bin mir unsicher. Jetzt gehen wir gerade in die nächste Entwicklungsphase. Wir müssen... Oh Gott.
Macht das irgendwie eine Bögen? Nee. Das macht einen leichten Bogen, oder? Okay, der hängt tiefer. Verdammt. So, und dann... So, haben wir hier irgendwas?
Okay. Ich würde mal eine ganz kurze Pause machen und eben fix was zu essen bestellen und auf Klo laufen und ja. Also würde ich sagen, eine ganz kurze Pause meinerseits und dann sehen wir uns gleich wieder im überlegenden Baumwahnsinn. Also, bis gleich. Und holt euch auch was zu essen, trinken, wie auch immer.
Hello. Sorry, hat ein bisschen gedauert. Ich habe mir noch was zu essen bestellt. Ja, genau. So, aber die Überlegung, die mir jetzt... Ja, wie ich das hier am besten hinkriege. Entweder so, 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 so. Mir fällt hier zunächst ein, wie ich das...
Oh, mir ist gerade was aufgefallen. So, wenn wir jetzt das hier hinsetzen. Weil wir unten ja auch nur halb haben. Hattest du eigentlich jetzt. Nee, solltest du es besichtigen kommen, hoffe ich, dass es kein Problem ist, dass ich auch 4 Mods drauf habe. Da bin ich mir unsicher und mir ist aufgefallen, dass es dir gerade so ein bisschen an Kreativität fehlt. Meine starke Vermutung ist, dass ich stark durch bin. Und eigentlich nach 8 Stunden Stream vielleicht mal aufhören sollte zu streamen. Hab ich so die dunkle Vermutung. Ich weiß auch nicht warum. Was? Ja, nee, also jetzt ohne Flachs, ich werde demnächst auch wahrscheinlich Feierabend machen. Weil es echt mittlerweile hart wird. Und ja. Das ist so ein Satz, den ein wahrer Gamer niemals sagen würde. Ja, ich bin seitdem ich aufgestanden bin am Zocken. Also, wenn wir jetzt. Warte, wir können ja mal eben nachgucken. Also, 8 Stunden plus die jetzige Stunde. Und ich bin um 12 aufgestanden oder so. Also, ich würde mal sagen, ich habe heute von der Zeit, wo ich wach war, vielleicht eine halbe Stunde nicht gezockt. Vielleicht auch nicht so das Gesündeste, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ugh.
seit es vorhin 10 Stunden Endgame angezeigt. Ja, mir hat es vorhin 8 Stunden angezeigt und ich bin zwischendurch einmal rausgegangen und ja. Was soll ich da sagen? Irgendwie sieht das hart bescheuert aus, oder? Wenn dann einfach der Gasverbrauch hier oben abgeschnitten wird. Oh, er wäre frei. Ja, ich denke mal, dass ich demnächst dann wirklich auch Feierabend machen werde. Und sexy trifft es ganz gut. Die andere Idee war halt wirklich, wir lassen die hier so freistehend und machen dann irgendwie sowas oder so. So. Und dann wäre die Idee dann so. Weil das sieht an sich eigentlich ganz cool aus. Und dann geht man mit den kleinen Metallsäulen nach oben. So, aber ich weiß halt noch nicht, ich will die als zweite Schicht oben drauf haben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das umsetzen soll. Weil ich will es eigentlich übereinander haben. Aber ich will auch noch eine Zwischenschicht haben. So, warte, dann machen wir doch mal hier eben ein bisschen sauber. Oh mein Gott, die habe ich ja völlig vergessen, die Kacke hier. Aber deswegen passt das eigentlich ganz gut, weil jetzt teste ich alles. Und wenn ich das dann durchgetestet habe und grobe Ideen habe, wird das Ganze dann beim Einschlafen verfeinert und zusammengedacht. Und dann morgen werde ich eine Idee haben, wie ich das Ganze angenehm präsentieren kann. Das wäre dann halt die Zwischenschicht.
Okay, nee. Und dann wird dann. Hier die Zwischenschicht? Wie ist denn das hier? Okay, das ist Kante auf Kante. Und hier wäre auch Kante auf Kante. Vielleicht. Wie ist das hier unten? Okay. Dann haben wir hier unten die Verteilungsschicht. Obwohl, man könnte auch das rausnehmen. Und hätte das dann hier als das wäre noch so eine Idee gewesen, dass man einfach sagt, okay. Man flankt das da drunter. Nee. Da muss noch mal irgendwie was. Wir müssen eigentlich wirklich sagen, so machen. Ja, das sieht brutal aus.
Vielleicht mal später oder so. Also da wissen wir wirklich noch nicht, ob wir das machen oder nicht. Aktuell aber eher weniger. Weil erstmal einfach so spielen, ne? Und dann vielleicht irgendwann mal. Das dann anstatt die Stütze. Ah, okay. Ja, bei mir ist halt die Mod Linear Motion Pflicht, weil da gibt es dann wenigstens Aufzüge. Ja, kann ich verstehen. Ich habe in die Mods überhaupt noch nicht reingeguckt und ich glaube, das nimmt dann nochmal wieder ordentlich überhand, wenn wir dann jetzt auch noch damit anfangen würden. Also mit Mods anfangen würden. So, aber was meinst du? Das ist doch nice. Dann guckst du hoch und kannst erahnen, dass da oben noch eine Fabrik sein wird. Und dann könntest du hier hochlaufen mit einem Laufsteg. So, was kommt denn nach Kupferblech? Also, oh Gott, nach Kupfer kommt Kupferblech. Noch ein Haufen Konstruktoren. Fabrikatoren für Turbodraht. Das müssen wir auch über zig Stockwerke abbilden. Okay, kleinen Moment. Ich glaube, mein Essen ist da.
Dankeschön, Trojaner. So, Essen ist da. Großes Haar sorgt für Aha. guten Appetit, gerne. Dankeschön. Guten Appetit an guten. Was gibt es Gutes? Ich habe mir Gyros bestellt. Ja, weil ich bin Tiefenschrott und ich habe keinen Bock mehr und also mir irgendwas zu essen zu machen. Und ja. Deswegen habe ich mir mal was Ungewöhnliches für mich bestellt. Also eigentlich bestelle ich mir das andauernd, wenn ich mir was bestelle, aber für heute zumindest. So. Boah, ich glaube, das spiegelt eine Fabrik richtig, richtig gut wider, würde ich sagen. Oh ja, Gyros. Nee, normalerweise esse ich andere Sachen. Pizza zum Beispiel. Aber das Wochenende war hardcore, deswegen muss man sich ja auch mal belohnen. So, und jetzt müsste ich 10 von diesen Sachen bauen. Fabrik, die wird gigantisch. Und das ist nur für Kupfer. Ist nicht mehr feierlich. So, das Ganze nur für Turbodraht. Weil wir brauchen 4000 Turbodraht für die eine Fabrik, 1600 Turbodraht und alter Schwede, ist das... Ah.
Bei Elon arbeiten mehr Menschen, bei mir halt aktuell nur einer. Und der, die zweite, die ist für andere Dinge zuständig. Ja. Aber ich glaube, das dürfte dann richtig, richtig nice aussehen, wenn wir die gesamte Produktion hier fertig haben. Und vor allem, wir holen uns ja hier die reinen Kupferbarren. Und da erstellen wir pro Stockwerk ...750. Das heißt, wir müssten hier jedes Stockwerk auf eine einzelne Basis setzen. Und wir müssten 84 bauen. So, was ist, wenn wir das nicht mal 10, sondern mal 11 rechnen? 825, Kacke. So, kriege ich denn 2961,9 plus 213,3 durch 780, nee. Also das ist die Gesamtmenge an Kupfer, die wir benötigen für unsere Fabrik. Und das will ich jetzt mal durch 780. Fuck. Also wir bräuchten 4 volle Stockwerke. Das ruft eigentlich nur noch nach einer Sache. Das ist echt problematisch. Warte, das können wir noch mal eben machen. Eben gucken. Weil das könnte echt ein Problem für uns werden, weil die Fabrik doch ein wenig kacke geplant ist, anscheinend. Also designtechnisch jetzt von mir gerade. Oh oh. Vielleicht müssen wir noch eine Fabrik dazwischen schieben. Da müssen wir jetzt eben mal eben landen. Ja, und zwar kann es sein, dass wir Spitzeneffizienz noch dazwischen schieben müssen, damit wir die Förderbänder mit 1200 bekommen, weil ich keinen Bock habe. Das hier könnte dazu sorgen, dass wir kleine Probleme in der Fabrik bekommen, weil wir nicht genügend irgendwie weiterreichen oder so, deswegen... Oh. Da würde ich dann eher mit 1200 arbeiten.
trotzdem 4 Förderbänder und dann wird das alles verteilt. Weil dann würde ich direkt nach dem Kupfer die bedampften Kupferbleche bringen. Weil davon brauchen wir nicht so viel. Nur damit wir Kupferrotoren herstellen können. Genau. Aber wenn das gut aussieht, wir kriegen hier Zeitkristalle und Triagons. Das heißt, wir könnten hier auch die Spitzeneffizienz ohne Probleme freischalten. Weil ich bin mir eigentlich sicher, dass wir genügend Sachen haben dafür. Aber dann bauen wir halt hier die so eine Fabrik dafür noch ab, dass wir die halt im Dauerzustand herstellen, dass wir die nächsten Schritte an Barren herstellen können. So. Parts purchase confirmed. Promotion delayed by X times part value. Ach, verdammt. Plus fixed stock value. Milestone reached. The converter uses strange alien matter, abbreviated to SAM, to break down and transform materials at their most fundamental levels. I am sure even you can appreciate the power to manipulate atomic bonds. Most importantly, you are now able to locally create Fixite, a highly adaptable synthetic metal, ideal for any kind of construction. It is everything you need to save the day, and perhaps its admirable qualities can inspire you. Und Barren.
Also Pipe- und Fließbandmanagement sind enge Räume Horror. Ja, deswegen haben wir mittlerweile angefangen, das alles in Zweierhöhen zu bauen. Damit du einfach viel, viel mehr Platz hast. Neuntausendsechshundert. Dann holen wir uns jetzt noch mal eben Stahlbleche. Ah ne, normale Eisenplatten.
Okay. Oh. So. Was brauchen wir für die Triagons? Okay. So, also ich gehe gerade davon aus, dass wir entweder Fissed Trigons oder Fissed Sparen brauchen. Und damit werden wir dann jetzt gleich mal gucken. Aber dafür brauchen wir noch 5 Minuten. Aber ich weiß echt nicht mehr. Also ich glaube, ich würde dann jetzt für heute Feierabend machen. Wir sind aber echt hardcore weit gekommen in der Spielzeit und wir haben hier noch ein bisschen was Neues dazu gekriegt. Das muss ich dann morgen noch irgendwie Manie erklären oder übermorgen. Aber so kriegen wir eigentlich echt nice gut, wenn wir wollen, neue Coupons. Bevor wir da einfach den doppelten Output bekommen. Und ja. Das war echt eine gute Idee, das hier umzusetzen. Mega nice. Und wenn Manny dann nochmal irgendwie unterwegs ist und Sachen forscht und plündert, dann kann sie da den ganzen Scheiß reinschmeißen. Und wir kriegen übelst viele Coupons und Schnecken raus. Also, wir haben da ja jetzt schon, lass mich lügen, ja, 331. Also das ist schon ordentlich. Ja, aber für heute wäre es das dann erstmal von meiner Seite aus. Morgen werden wir dann die Fabrik für die, wie heißt es gleich noch, für die neuen Förderbänder fertig machen und dann mal weiter gucken, wie wir weiterspielen. Aber die Uran-Brennstabfabrik, die wird erstmal laufen. Aber so für heute wünsche ich euch eine schöne gute Nacht, einen schönen Abend noch. Danke fürs Dabeisein. Danke nochmal für die ganzen Subs und so weiter. Das war ein wenig übertrieben, muss man dezent sagen. Aber für mich war es das dann. Ich gehe jetzt was essen, schlafen und dann sehen wir uns morgen um 8 Uhr wieder. Nicht um 8 Uhr, 18 Uhr. 18 Uhr.
18 Uhr. Nicht 8 Uhr morgens. Das wäre sehr problematisch für mich. Genau, aber so. Schönen Abend euch. Gute Nacht. Schlaf gut. Bis Brokkoli. Hauen Sie rein und danke nochmal fürs Dabeisein. Cheerio und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.